Hallo Leute, da sind wir bei Let's Play 3D Game Heroes. Magie brauchen wir eigentlich eh nicht bei den scheißen Gegner. Und Knack ist auch noch da. ja. Ich sammle ja trotzdem alles ein, ob was ich kriegen kann. Warum nicht auffüllen? Gehen wir wieder rein zu dem scheiß derben Drachen. Mit Body Slam Attacke. Mit Body Slam Attacke. Was gibt? Und ich hab nicht... Was? Warum? Muss ich ihn von der Seite treffen mit dem Boomerang? Aha, interessant. Okay, Boomerang Action! Okay. Du bist mein Schwert derbe lang genug. Ja. Damn. Oh man! Oh, wow. Boomerang! Boomerang! Gut, dass du schwingen kannst. Bam! Ja, sobald der durchdreht, schaffe ich es eh nicht mehr. Weil wenn er durchdreht, macht er mir garantiert wieder Schaden. So, eine in die Fresse hauen und schwingen. Nochmal eine in die... War mit dem Boomerang in die Fresse hauen, der Typ ist derbe. Moment. Jetzt geht's los. Ah, oh, jetzt dreht er durch. Jetzt dreht er durch, der Typ. Boah, er chillt schon wieder. Oh! Was ist da los? Oh! Autsch, genau auf mich drauf. Komm, chill, Typ, chill. Blöd, mein Schwert ist so kurz, wenn ich nicht voll Energie habe. Boah, jetzt dreht er wieder derbe durch. Oh ja, jetzt geht's ab. Jetzt geht's wieder derbe ab. Jetzt geht's wieder derbe ab! Und komm Drache, komm, ein Glück, dass da jemand den Boden so fleißig poliert hat. Was, warum hebt er jetzt schon wieder ab? Boah, das war knapp. Chill Drache, chill. Aber man hebt schon wieder ab. Auf herum zu flattern. Einfach mit drauf landet. So ein Arsch. Chill Drache, chill. Chill, komm. Jetzt komm, chill doch. Ja, ein Drachen muss nervig rumfliegen. Komm on, chill. Aha. Autsch. Und er fliegt schon wieder rum. Warum fliegt er schon wieder rum? Ich habe ihn nicht mal getroffen. Chill, Drache, chill, chill. Chill mit Feuer, chill. Chill, komm. Come on. Bin fast tot. Heilmagie wäre praktisch. Oh ja. Warum kann denn ein Drache, warum muss der immer so blöd rumfliegen? Das ist nervig. Kann ihm alleine die Flügel stutzen. Was? So bin ich tot? So bin ich tot? Weltbauarbeiter. Bauarbeiter und Druckwelle. Ein Bauarbeiter verursachen mega Druckwellen, die ins Innere meines Computertisches vorrücken und das Mikro zum Vibrieren bringen. Das erklärt im Großen und Ganzen, warum so der blöde Geräusche hier kommt. Blöder Drache, ich hasse ihn. Ich könnte mal, nö, das Schwert, was ich hier habe, ist das stärkste. Kann ich auch, was ich kann einfach so rein reinhauen. Oh man. Wenn ich ihn einfach so rein reinhauen kann, warum habe ich ihn dann, muss ich ihn dann da mit dem Boomerang? Ach Gottchen. Wahrscheinlich ist in dem Zustand das Schwert lang genug, dass du seine Schwachstelle triffst. Ja, wahrscheinlich. Aber gut, dass man das auch mal weiß. Oh, jetzt dreht er gleich wieder durch, oder? Ah, ja, oh, ja. Er hebt wieder ab. Einfach. Derbe. Mega Druckwelle. Oh.
Na, da kann ich nichts machen. Ich werde kurz. Ich brauche den Boomerang. Ja. Oh Mann, wieso hebt der immer wieder ab? Das ist nervig. Wer hat hier überhaupt so eine hohe Decke gebaut? Wer weiß. Ich schieb den Drachen meinen Boomerang in den Arsch. Vielleicht waren da die Mitarbeiter von Ikea oder so. Ja, das ist vielleicht mal sogar vom Horndach ein bisschen, übermotiviert. Kennt man ja von Horndach. Es gibt immer was zu tun. Naja. Bauen aus Langeweile mal so eine gigantische Halle, wo so ein Drache mal eben so rumfliegen kann. Ich bin tot. Oh, verdammt. Kann, was, ich weiß nicht, was ich dagegen machen könnte. Bombs? Bombs? Ich könnte eine Bombe legen, bevor er runterfliegt. Die Bombs sind die gleich neben dem Boomerang. Könnte ich mal ausprobieren. Das funktioniert. Das wäre gemein. Oh, er ist doch auch gemein, er kann rumfliegen und drauf Feuerbälle spucken. Das. Bam. 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 Oh, bam, habe ich gesagt. Auf jeden Fall kannst du ihm. Oh, die Bombe braucht zu lange. Ich hab schon wieder eine. Was? Ich bin gar nicht getroffen. Boomerang. Herz! Und Boomerang! Na, was macht er jetzt? Oh. Schaut mich auch gerade. Rang! Weg! Hier! Bombs! Okay, das funktioniert nicht. Weil das, wenn man das nicht abstimmen kann mit dem Bomben. Oh man, jetzt kommt die. Oh Gott. Der Drache nervt der. Komm, komm runter. Boomerang in die Fresse. Oh, oh Gottchen. Ich rede aber richtig am Rad, ey. Oh. Oh, jetzt ist abgehauen. Es ist gut, dass der wirklich der Boden so poliert ist. Und sieh mal genau, wo er runterkommt. Komm. Ach Gottchen, Mega-Modus. Okay, ja, dann sind wir wieder in der Mitte. Ach Gottchen. Mann! Mein Schwert war zu kurz. Was war das? Das sah komisch aus. Ah, ich habe schon gedacht, er ist tot. Naja, wir haben ja hier unendlich Versuche. Hat wieder kein Game Over. Wir können es einfach weiter pullen und ich laber und laber hier schon seit längerer Zeit und einfach. Ich sollte was trinken auch mal. Ich habe jetzt den Boomerang in die Fresse. Weil er dann nicht Feuer spuckt, wenn ich mir mit dem Boomerang in die Fresse habe. Kurz gestunt. So, in die Fresse. Und ich muss mich kratzen. Ah, an der Wange. Boah, er fliegt schon rum. Oh, das ging jetzt schnell. Ja, weil ich jetzt sterbe, auf ihn losgegangen bin.
weil ich jetzt derbe wütend auf ihn war. Nein, du machst mir keinen Schaden. Ich habe keinen Bock auf Schaden. Komm, flieg mir in die Mitte, Typi. Kein Schaden. Oh, Schaden! Oh Mann, wie immer abhebt. Einfach, ich bleib mir kurz stehen. Und dann noch fliege ich wieder deppert blöd rum. Zum Glück macht er keine 4 Schaden. Das würde mich verstören. Boah, ich habe ihn nochmal getroffen. Ach Gottchen, er wird sicher bald am Rad spacken. Ich bringt mein Moment, ich will das probieren, wenn er oben ist. Okay, der bringt gar nichts. Mein Erdzauber. Hm. Ach Gottchen, wie die Welle schnell ist, dass ich... Ist nicht gut, werde wieder sterben. Ja, so werde ich garantiert sterben. Oh Mann, er hebt schon wieder ab! Ja, nochmal! Typi, chill mal! Ach Gottchen! Was soll ich den schaffen? Könnte höchstens nochmal raus und mir noch mehr Refill zu holen. Aber da muss ich den ganzen Bauch! Blöden Berg wieder hochrennen! Nervig! Mal kurz das nachschauen. Oh nein, ich wollte das, wollte ich nicht. Ich wollte hier lang. Oh ja, das ist das stärkste Schwert, was ich habe. Das hat auch breit. Das kann man auch in die Breite. Oh. Das sieht man, wie viel Potenzial das noch in die Länge haben kann, das Schwert. Oh. Er hat einen vollen Stern erst. Stellt sich in den Dungeon rein, dreht sich einmal gleich alle Gegner im Dungeon tot. Versuchen wir es noch mal einmal. Ich bin wieder zurückgegangen. Oh, ich bin wieder zurückgegangen, ich trottel. Und wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich mir halt Refills holen. Und dann probiere ich es irgendwann wieder mal. Ja, wir müssen ja keine Hektik. Wie viele Parts haben wir? Wie viele Parts sind wir jetzt beim dritten schon? Ja. Also nicht wirklich das Problem. Boomerang kommt auch wieder zurück, Drache. Das hast du nicht bedacht. Die Feuerbälle von ihm sind übelst nervig irgendwie. Boah, er schießt schon 3. Das sind nicht mal abgehoben. Boah, jetzt hebt ab, jetzt hab ich mich. Oder auch nicht. Komm runter. Jetzt hat ein... Doch nicht! Oh. Das Gute an diesem derben langen Schwert ist, wenn er mich nicht trifft, kann ich ihn sogar treffen, wenn er nur runterkommt. Kurz. Läuft ja gerade eigentlich recht gut. Wenn er nicht so viele derbe, viele Flammen speien würde. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Ah, verdammt. Das war ungut. Oh je. Er schießt so viele Flammen. Komm! Oh, jetzt fickt er wieder rum. Lauf. Komm wieder runter, chill wieder, Drache, chill. Komm, chill. Chill.
Jetzt steht er wieder. Mit seinen derben Feuerbällen. Ach Gott, Jan! Komm, komm, friss! Schau! Komm! Nochmal, komm! Drachi! Ja. Schlucker! Stell dir vor, der Drache hätte Schluck auf. Oh Gott! Macht da einen Hexer und der ganze Raum steht unter Flammen. Was? Wie würdest du den einschätzen? Ist der schwerer oder Ganon? Also Ganon war relativ leicht. Ja, und der oder der schwerste entgegen, aber dein Zelda Let's Play. Wer würdest du sagen, ist schwerer? Ich glaube der Drache ist schwerer. Drache ist ja auch der schwerste in dem Spiel. Ich habe mich bei Ganon ja auch nur blöd angestellt. Ja. Ach Gott, jetzt tritt der Drache der durch. Chill, Drache. Ganz ruhig. Wir wollen dich doch nur umbringen. Ganz ruhig, Drache. Ich will dich doch nur töten. Komm, friss noch mehr Schaden. Yes. Oh. Mann, der Typ lebt noch immer. Wie viel hält der aus? Boah, das war knapp. Einfach nee, ich bin Drache und sind halt einfach. Ach Gott, raus. Jan. Jetzt wird er derbe schnell. Ich glaube. Was? Hä? Das rote Ding hat dich schon nicht mehr getroffen, oder? Nein. Oh, schwul. Was soll's, schwul? Einfach schwul. Schwul. Wir cutten hier ab und ja. Ich mache ihn irgendein andermal weiter. Ich hole mir Dingens, zwei Energie-Refills, dann wird das schon irgendwie. So, denke ich doch mal. Also Leute, wir verabschieden uns von Knacki. Oh. Es ist schon wieder vorbei. Oh, jetzt haben wir eh lange. Aber lustigen Knacki. Yay. Ich denk, den Drachen werde ich auch noch schaffen. Nur dann. Dann knackt lieber der Dungeon nur halb so schlimm. Yes! Mission erfüllt. Okay Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich der Drachen eine aufs Maul haue. Drachentötung. Yes! Noch irgendwelche Worte knacki? Bis zum nächsten Mal Leute. Ciao. Tschüss. So Leute, da sind wir nochmal. Knacki ist noch da. Ich wollte mich in der Ausruhung, habe ich mit den Typen geredet und dann kommt diese Szene. You are sent on a mission by the king himself. You have braved great danger to get here. It makes it that much harder to tell you that you must turn back. You might not know this, but the flame temple is full of raging fire. And worse, it's become infested with monsters. Don't go, I couldn't bear to see one so young die in vain. We appreciate your concern, but the kingdom needs us. We must retrieve the orb at any cost. That is our mission. Such conviction. Very well, I won't tell you any longer. The flame sage isn't here now, but I'm sure he'll return soon. Let's get him up before the sage returns, Master Sasuke. Master Sasuke. Ja, auf jeden Fall sehen wir, der alte, der Typ ist garantiert der Flame Sage. Das ist obvious. Captain Obvious? Ja. Na gut, dann sind wir dem mal wirklich weg. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.